Spinnen die bei Mazda? Diese Frage habe ich bei einem meiner letzten YouTube-Videos gestellt. Und da ging es ja um den reinen Sechszylinder-Diesel bei Mazda. Wenn die ganze Welt darüber redet, dass man jetzt den Verbrennungsmotor abschafft, was macht Mazda? Sie bringen einen komplett neu entwickelten reinen Sechszylinder-Diesel. Und dann habe ich mich diesem Motor mal gewidmet und habe mir das genau angeschaut, festgestellt, mit wie viel Liebe und Hingabe und wie viel Ingenieurkunst das Ganze gebaut wird. Und ich muss schon sagen, Hut ab, was Mazda da macht. Die spinnen nicht, die sind halt besonders kreativ. Und jetzt stehe ich hier wieder und muss schon wieder die Frage stellen, spinnen die bei Mazda? Wieso? Weil ich vor dem neuen Mazda MX-30 REV stehe. R steht für Range Extender, EV steht für Electric Vehicle, das heißt, es ist ein Elektroauto, aber eben mit einem Range Extender. Das ist ein Verbrennungsmotor, der Strom generiert. Und da reden wir jetzt bei diesem Auto ganz speziell über einen Wankelmotor. Und den Wankelmotor, den hat Mazda doch schon vor vielen, vielen Jahren abgeschafft, weil er eben nicht mehr ganz in die moderne Zeit, in die Abgasnormen hineingepasst hat. Heute ist er eine Weile mal los. Spinnen Sie jetzt doch. Das klären wir heute. Wir schauen uns mal die Geschichte des Wankels an. Wir schauen uns die Technik des Wankels an. Wir schauen uns an, wie das Auto fährt und funktioniert, was er verbraucht. Und was soll ich euch sagen? Das wird gut. Aber was genau ist denn jetzt so ein Wankelmotor? Wie funktioniert der? Und dafür schauen wir uns mal dieses Modell hier an. Das steht hier im Mazda-Museum in Augsburg. Übrigens, wenn man in Augsburg ist, sehr sehenswert. Stehen ein paar tolle Autos, sollte man sich mal angucken. Vor allem dieses Modell, das ist sehr spannend. Denn eines ist ein Wankelmotor definitiv schon mal nicht. Er ist kein Hubkolbenmotor. Bei einem Hubkolbenmotor, da quasi 99% aller Autos drin ist, ist ja ein Kolben, der sich nach oben und nach unten bewegt. Und diese Kolbenbewegung nach oben und nach unten, dieser Hub, der muss übersetzt werden in eine Drehbewegung. Und dafür brauche ich eine Kurbelwelle, die ist entsprechend geköpft, ja, damit das Ganze in eine Drehbewegung umgesetzt wird. Das brauche ich bei einem Wankelmotor nicht. Wir haben es hier speziell mit einem sogenannten Rotationskolbenmotor zu tun. Aber ich kann ja mal hier drehen. Dann sehen wir, dass hier innen drin eine Welle ist, aber die hat nichts mit einer klassischen Kurbelwelle zu tun. Außer, dass jetzt durch einen Exzenter hier die Drehbewegung dieses Rotationskolbens gesteuert wird. So, und was passiert da jetzt grundsätzlich? Der Wankelmotor ist auch ein Viertaktmotor. Der kennt also auch Ansaugen, Verdichten, Arbeiten und Ausstoßen. Was man hier jetzt nicht komplett sieht, sind die beiden Auslass- und Einlassschlitze. Ein Wankelmotor arbeitet nicht mit Ventilen. Braucht er nicht, sondern hat wirklich nur Schlitze. Und wir können uns das jetzt einfach mal vorstellen. Also, wir müssen uns hier oben noch die Einlassschlitze vorstellen. Da kommt jetzt das Luft-Kraftstoff-Gemisch rein. So, füllt jetzt hier das Volumen expandiert. Jetzt wird es komprimiert. Ja, in dem Fall vom Mazda MX-30, dem neuen Motor, haben wir es übrigens mit einem Kompressionsverhältnis von 11,9:1 zu tun. Das ist relativ groß, das ist deutlich größer als bei diesen alten Motoren, was auch nochmal den Wirkungsgrad erhöht. Und dann wird gezündet, üblicherweise hier mit zwei Zündkerzen, die das Ganze zünden. Und dann arbeitet das, das heißt, der Kolben hier wird angeschubst, bam, weil ja Kraft drauf kommt, Druck. Und dann wird hier wieder ausgestoßen, unten am Auslass. Wie gesagt, keine Ventile. Und der Druck, der bei der Verbrennung entsteht, der schubst den Kolben an in eine Kreisbewegung. Und das ist der große Unterschied zu einem Hubkolbenmotor, wo ich ja speziell nochmal die Hubbewegung über eine Kurbelwelle in eine Drehbewegung umsetzen muss. Dadurch läuft dieser Motor auch besonders rund. Im Fall von dem Mazda MX-30 haben wir es übrigens mit einem Einscheiben-Wankelmotor zu tun. Das heißt, ich habe hier eine Wankelscheibe. Die Motoren, die wir jetzt beim RX-8 und Co. seht, das sind Zweischeibenwankel, also eine, zwei Scheiben. Dadurch addiert sich hier auch das Volumen. Und wenn wir über das Volumen reden, da müssen wir jetzt beim Wankelmotor ein bisschen aufpassen. Denn man liest erstmal sehr kleine Arbeitsvolumina, oder besser gesagt sehr kleine Volumenkammern. Und wir gucken uns das zum Beispiel mal beim Mazda MX-30 Range Extender an, da stehen 830 Kubikzentimeter. Das klingt unglaublich klein. Man kann das aber nicht direkt übersetzen in den Hubraum eines Hubkolbenmotors. Wieso? Weil bei einem Wankelmotor gibt es keinen Leerlauftakt. Der ist die ganze Zeit am Arbeiten. Wogegen bei einem Hubkolbenmotor habe ich auch einen Leerlauftakt. Und deshalb trifft man den Hubraum
Vergleich ganz gut, wenn man das Volumen hier ungefähr mal 2 nimmt. 830 Kubikzentimeter mal 2, erstmal so bei 1,6, 1,7 Liter kann man das übersetzen, was zum Beispiel so ein Vierzylinder an Hubraum haben müsste, um ähnlich viel Leistung zu erzeugen. Ganz wichtig, wir haben es ja auch mit einem Sauger zu tun. Hier ist keine Turboaufladung vorgesehen. Deswegen ist da auch nicht so wahnsinnig viel Leistung, die jetzt aus dem MX-30 Motor maximal rauskommt. Wir reden da über 75 PS. Aber faszinierend ist das schon. Schon wenn man hier dran dreht und dann sieht, wie sich die beiden bewegen, ja, dann merkt man schon, dass das besonders rund laufen muss. Ja, zwei Scheibenwankel und das läuft richtig rund. Dass da trotzdem gewisse Ausgleiche geschaffen werden müssen, das sieht man auch hier dran. Ja, hier ist nochmal so eine kleine Schwungscheibe, die dem Ganzen nochmal ein bisschen nachhilft. Aber komm, wir gucken uns das einfach nochmal an, weil es so faszinierend ist. Das ist schon großartig. Und jetzt noch zwei interessante, ich würde fast sagen Fun Facts zu diesem Motor. Der Motor heißt ja Wankelmotor, weil er von Felix Wankel erfunden worden ist. Wobei es da zwei verschiedene Bauarten gibt und durchgesetzt hat sich der sogenannte Kreiskolbenwankel. Und Felix Wankel hat seine Motoren selbst nicht gefahren. Zumindest nicht auf der öffentlichen Straße. Wieso? Weil er so kurzsichtig war, dass er keinen Führerschein besaß. Und der Wankelmotor selbst ist streng genommen ein Wankel-Paschke-Motor. Denn die spezielle Variante, die hier eingesetzt wird, das ist die sogenannte Kreiskolben-Variante, die ist von Hans-Dieter Paschke erfunden worden. Ja, was sich also hier wunderbar dreht, ist ein Wankel-Paschke-Motor. Viele Hersteller haben ja am Anfang auf den Wankelmotor gesetzt. War ja nicht nur Mazda, sondern auch NSU mit dem Ro80 oder Mercedes hat Experimentalfahrzeuge aufgebaut, weil sie eben fasziniert waren von dem Prinzip des Kreiskolbenmotors. Naja, er hatte Zeit seines Lebens zwei große Probleme. Das eine war hoher Kraftstoffverbrauch und das andere war der Ölverbrauch. Was man auch noch mit hinzunehmen kann, ist speziell beim RX8 Einhaltung der Emissionsnormen, die damals galten. Und wenn wir uns über den Kraftstoffverbrauch unterhalten, dann geht es ja auch um so thermodynamische Dinge wie Wärmeabgabe. Und da bildet sich eine relativ große Fläche außen herum, wo halt Wärme abgegeben werden kann. Und das ist thermodynamisch nicht ganz optimal. Zudem war die Abdichtung des Motors nicht so einfach. Da musste dran getüftelt werden. Und das hat natürlich auch dafür gesorgt, dass man hier einen erhöhten Ölverbrauch hatte. Und beides hat den Motor Zeit seines Lebens definitiv beschäftigt. Beim NSU Ro 80 gab es zumindest auch den ein oder anderen Motorschaden. Ja? Mazda hat diese Probleme aber in den Griff bekommen. Und da gab es ja dann schon legendäre Modelle. Wir stehen ja hier neben einem Mazda Cosmo von 1968. 110 PS, zwei Scheibenwankel, so wie wir es da drüben sehen. Ja? Ein sehr spannendes Modell, das man heute sicherlich gerne in der Garage stehen hat, weil es so besonders ist. Aber trotzdem auch ein Modell, das eben gerade durch diese Punkte, nämlich hoher Kraftstoffverbrauch und hoher Ölverbrauch, durchaus, ich sag mal, nicht geglänzt hat. Und jetzt gehen wir mal ein Stück nach hinten. Hier an der ganzen Mazda Ahnenreihe vorbei. Das sind natürlich nicht alles Wankelmotoren. Hier übrigens was ganz Besonderes. Ja, hier steht es auch. Drei Scheiben Kreiskolbenmotor. Das ist was ganz Besonderes bei dem Mazda Eunos Cosmo hier. Ist der einzige mit drei Scheiben. Alle anderen hatten zwei Scheiben. Mazda RX-8 und auch der Mazda RX-7. Ja, wir hatten den RX-7 damals Anfang der 90er im Test. Und der hat damals 14,1 Liter verbraucht. In der Variante mit relativ wenig PS. Das war hier nicht die starke Variante mit 240 PS, sondern mit relativ wenig PS. Und das war schon viel damals. Und dann haben wir später den RX-8 im Test gehabt. Ich glaube, es war 2005 müsste man sich jetzt genau noch mal anschauen. Und der hat 14,7 Liter Testverbrauch gehabt. Und das war schon ziemlich viel, auch im Konkurrenzvergleich. Auch richtig sparsam fahren war mit dem Auto nicht so einfach, was aber noch ein viel größeres Problem war, dass er in Kollision kam mit den Abgasnormen, speziell Euro 5. Und Mazda dann entschieden hat, dass man dieses Auto 2011 eingestellt hat, weil man gesagt hat, das bringt es nicht. Okay, wir haben jetzt über Kraftstoffverbrauch und Emissionen gesprochen, aber ein ganz spezielles Problem haben wir noch gar nicht angesprochen, ist der hohe Ölverbrauch. Wie gesagt, es war nicht so einfach, diesen Motor richtig abzudichten und es ist immer ein bisschen Öl verloren gegangen. Und wenn man zum Beispiel hier mit so RX-8-Fahrern redet, dann
sprechen die schon davon, dass pro 1000 Kilometer ungefähr 0,5 Liter Öl weggegangen sind. Und das sind 5000 Kilometer, schon 2,5 Liter Öl. Das ist eine Menge. Ja, wenn du das heutigen Fahrern zumuten würdest, die quasi kaum noch nach dem Öl gucken, dann kann ich mir vorstellen, dass es da ab und zu mal einen Motorschaden gibt. Damals haben das viele RX-8-Fahrer einfach noch mit dem Schulterzucken hingenommen, weil sie gesagt haben, ich habe einen besonderen Motor, läuft besonders, klingt besonders, muss ich halt öfter Öl nachkippen. Aber es waren halt viele Punkte, die dazu geführt haben, dass Mazda dann gesagt hat, okay, wir bauen diesen Motor nicht weiter in der Form. Und so ist er zumindest als reiner Antriebsmotor damals ausgestorben. Aber wenn der Wankelmotor doch so seine Probleme hatte, wieso setzt den Mazda dann beim MX-30 als Range Extender Motor wieder ein? Und eine Antwort habe ich im Prinzip damit schon gegeben. Es ist ja hier ein Range Extender Motor. Es ist ja kein direkter Antriebsmotor, sondern er versorgt einen Generator, der Strom erzeugt. Und das macht vieles schon mal einfacher. Und der nächste Punkt ist Packaging. Und da können wir jetzt einfach auch mal ein Bild vom MX-30 als rein elektrische Variante reinschneiden. Und dann sehen wir, dass hier Raum geblieben ist. Also Mazda hat das ja geplant, dass hier ein Range Extender reinkommt. Aber der Raum ist nicht groß. Da kannst du keinen klassischen Vierzylinder reinbauen. Selbst mit einem Dreizylinder, klassisch Hubkolbenmotor, wird es eng. Aber so ein Wankelmotor, der baut halt sehr kompakt und der passt da rein. Und der Wankelmotor hier hat ja in Anführungsstrichen nur 830 Kubikzentimeter Kammervolumen. Das klingt erstmal wenig, ist aber deutlich mehr als bisher, zumindest eine Scheibe bei den früheren Wankelvarianten. Das ist also schon relativ groß und ist ja vergleichbar ungefähr mit 1,6, 1,7 Liter Hubkolbenvolumen bei einem klassischen Motor. Das ist schon mal wichtig. Packaging. Und der nächste Punkt ist, ein Wankel läuft besonders ruhig und er steigt auch besonders ruhig ein. Ja, das ist ein Motor, der gerne dreht. Das ist ja ein Kreiskolbenmotor. Und damit ist er für Plug-in-Anwendungen besonders prädestiniert, weil es gibt ja schon Plug-ins. Wenn da der Verbrennungsmotor einsetzt, dann rumpelt es auch mal richtig, man hört es. Das macht nicht immer Spaß und das soll der Wankel besser können. Das sind schon mal die Hauptgründe, wieso man ihn einsetzt. Aber jetzt bleiben ja trotzdem noch diese drei Probleme des Wankel. Das ist der hohe Ölverbrauch, der hohe Kraftstoffverbrauch und auch Probleme mit den Emissionen. Fangen wir erstmal mit den Emissionen an. Dass der Wankel zum letzten Mal eingesetzt worden ist, das ist ja schon über ein Jahrzehnt her. Und damals hatte er so ein paar Probleme mit den Emissionen. Das lag unter anderem auch am hohen Ölverbrauch. Aber heutzutage wird zum einen an den Emissionen schon mal relativ viel gemacht. Ist der modernste Katalysator hier drin. Es ist eine Abgasrückführung hier reingekommen. Und man hat am Ölverbrauch gearbeitet. Aber wieso ist der Ölverbrauch beim Wankelmotor so ein Problem? Na, weil die Abdichtung ein Problem ist. Schauen wir uns erstmal einen Hubkolbenmotor an. Da habe ich meinen Kolben, ja, der bewegt sich in meinem Zylinder. Und hinterlässt im Optimalfall einen ganz dünnen Schmierfilm an den Zylinderwänden. Und dafür habe ich auch meine Ölabstreifringe. Das ist kontrollierbar. Aber hier bei diesem Drehkolben, da habe ich ja meine drei Ecken, die mit den Wänden meines Kammervolumens in Kontakt kommen. Und das ist nicht so einfach kontrollierbar, auch vom Schmierfilm, wie eben bei einem Hubkolbenmotor. Und da muss man auch optimieren, das hat Mazda auch getan. Die sind eben an diese drei Ecken nochmal ran und haben dort auch die Dichtung nochmal verbessert, damit ich meinen Schmierfilm habe und trotzdem wenig Öleintrag bei der Verbrennung. Und dieser Öleintrag bei der Verbrennung, da sind wir auch wieder bei den Emissionen, der hat ja auch früher auch dafür gesorgt, dass die Emissionen manchmal abgehauen sind. Ja, das ist ein bisschen wie beim Zweitakter, da wird auch immer ein bisschen Öl mit verbrannt. Und das musste man halt optimieren. Hat man getan. Und jetzt kommen wir zum Kraftstoffverbrauch. Das war früher, habe ich ja ausführlich geschildert, ein großes Problem. Aber da gibt es schon mal eine ganz wichtige Änderung bei diesem Motor. Es ist ein Benzin-Direkteinspritzer. Das heißt, ich kann die Gemischbildung noch mal besser kontrollieren. Und wenn ich die Gemischbildung besser kontrollieren kann, dann kann ich auch das Klopfen noch mal reduzieren. Und das Klopfen beim Automotor, das ist ja die Selbstentzündung des Kraftstoffs. Das, was vom Diesel gewünscht ist, will man beim Benziner überhaupt nicht haben. Ist schädlich für den Motor. Und wenn die Gemischbildung schon mal optimiert ist, dann kann ich meine Verdichtung nach oben fahren. Normalerweise mit höherer Verdichtung habe ich auch eine höhere Klopfneigung. Aber bei der Benzindirekteinspritzung kann ich eben die Verdichtung nach oben fahren und mit einer höheren Verdichtung habe ich üblicherweise auch einen besseren thermischen Wirkungsgrad. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Verdichtung hier liegt bei 11,9 zu 1. Übrigens ist das so eine typische Mazda-Sache. Mazda hat da so eine spezielle Verdichtungsphilosophie. Also bei den Dieseln fahren sie mit der Verdichtung relativ weit nach unten, ja, wobei der vergleichsweise ja eine hohe Verdichtung braucht. Und bei den Benzinern fahren sie relativ weit nach oben, obwohl der vergleichsweise ja eher eine niedrige Verdichtung braucht. Die Verdichtung ist jetzt höher. Besserer Wirkungsgrad. Und jetzt muss man noch grundsätzlich an das
Konzept herangehen. Man muss also den Brennraum optimieren. Der Brennraum ist ja nicht optimal bei einem Wankelmotor. Ich habe ja nicht diesen typischen Brennraum, der am Schluss bei einem Hubkolbenmotor bleibt, ja, der relativ definiert ist, sondern das ist eher so ein schlitzförmiger Brennraum. Deswegen wird da ja auch unter anderem mit zwei Zündkerzen gearbeitet, damit das ganze Gemisch nochmal gleichmäßiger entzündet wird. Aber auch da kann man eben optimieren. Und dann gibt es noch einen dritten, ganz wichtigen Punkt. Das ist kein Antriebsmotor. Das heißt, ich muss den nicht über einen sehr, sehr großen Drehzahlbereich hinweg betreiben, sondern ich kann ihn vor allem in seinem sogenannten Sweet Spot betreiben. Der Motor hier wird vor allem im Bereich 1000, 1500 Umdrehungen bis 4000 Umdrehungen gefahren. Wankelmotoren können ja viel höher drehen, aber mit höherer Drehzahl habe ich natürlich mehr Reibung und damit auch meist einen schlechteren Wirkungsgrad. Und ich kann ihn deswegen in einem eingeschränkten Drehzahlbereich betreiben, weil er ja nicht direkt die Räder antreibt, sondern in den meisten Fällen läuft er so ganz gemütlich in seinem optimalen Bereich vor sich hin und produziert eben Strom, also über den Generator. Und jetzt kommt eben der Punkt, wenn ich diesen Motor hier in seinem optimalen Bereich betreibe, dann kann ich da eine Verbrauchseinsparung von bis zu 25% erreichen. So sagt Mazda. Ich kann es jetzt nicht direkt nachprüfen, das ist auch gerade beim Range Extender Motor ein bisschen schwieriger, aber das ist natürlich schon gewaltig. Und damit sind laut Mazda einige Probleme des Wankelmotors gelöst und dann kann er hier gemütlich vor sich hinlaufen. Und jetzt ist noch die Frage, ist das ein Einzelprojekt, was Mazda hier gemacht hat? Wahrscheinlich nicht. Es kann sehr gut sein, dass diese Range Extender Variante auch in anderen Mazda Modellen kommt. Ob es denn in Zukunft auch wirklich nochmal einen Mazda mit einem Antriebsmotorwankel gibt? Das ist eine Frage, die die Japaner nur mit einem Lächeln beantwortet haben. Sie haben weder Ja noch Nein gesagt. Ich lasse mich überraschen, denn als Antriebsmotor wird es dann doch nochmal ein bisschen schwieriger mit so einem Wankelprinzip. Jetzt sind Sie gefragt. Wer macht 2024 das Rennen und wer wird abgehängt? Sie entscheiden bei Best Cars, Deutschlands große Leserwahl von Automotor und Sport. Wählen Sie jetzt die besten Autos und gewinnen Sie mit etwas Glück einen Cupra Tavascan oder einen Renault Clio. Jetzt scannen und mitmachen.